Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. So, wir machen hier auch gleich weiter. Und zwar mit Athens letzte Hoffnung. Alexis hat hier sich von Phoebe verabschiedet. Mal sehen. Aspasia kannte die Gefahr und schickte dich trotzdem. Tut mir leid, Phoebe. Das hast du nicht verdient. Okay, das heißt, es gibt Krieg. Da bist du ja, Alexios. Beeilung. Perikles könnte da drin sein. Was ist in dich gefahren? Phoebe wurde getötet. Von Kultisten. Bevor ich bei ihr war. Oh nein. Arme Phoebe. Sie starb allein auf der Straße. Nein, du fandest sie. Sie war nicht allein. Ich weiß, wie gut ihr befreundet wart. Damit lasse ich sie nicht davonkommen. Du musst kämpfen. Für sie. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Perikles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Perikles... Los! Ich werde alles zerstören, was du je erschaffen hast. Athen gehört mir. Perikles! Komm mir nicht in die Quere. Ha, das war's für dich. Kommt mal hier raus, ihr zwei Turteltäubchen. So, und jetzt. Alles ist verloren. Er war ein großer Mann, vielleicht größer als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen ein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Niemals.
Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir. Zur Sicherheit. Hat befohlen, dass niemand Athen verlässt. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen. Ich gehe nicht. Geh! Lass sie nicht fliehen! Versuch doch, mich zu schlagen! Ja. Die Luft ist rein. Gehen wir. Wir werden hier bleiben, Alexios. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athener in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Ihr wisst, was mit Perikles geschah. Soll mit euch dasselbe geschehen? Wenn alle Gegenstimmen verschwinden, wird sich das Volk nicht gegen ihn wenden. Man braucht mich hier. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen, ihr beide. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Alexios. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Ich tat, was ich konnte, um die Menschen zu beschützen. Niemand sagt etwas anderes, Alexios. Der Kult des Kosmos hatte einfach einen Plan, den wir zu spät erkannten. Und sie schlugen im richtigen Moment zu. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix.
Ich gehe davon, das war es nun auch für diesen Quest.